Herzlich willkommen zum sechsten Part von Blasphemous. Wir machen weiter. Wir haben im letzten Part in Albero gestoppt. Im letzten Part haben wir am Ende die Trophäe bekommen, dass wir alle Sammelstücke gesammelt haben. Und wenn du alle Sammelstücke in die Kammer reingelegt hast, dann bekommst du dieses Outfit, was du gerade siehst. So ein gelbes, würde ich jetzt mal sagen. Genau. So, als nächstes machen wir zwei Trophäen. Wir übergeben die abgetrennte Hand, bekommen die siebte Reliquie und für wesentliche Hand des brüderlichen Meisters und wir bekommen die Trophäe im Namen des höheren Willens. Das ist im Endeffekt, dass wir alle drei Opfergaben dieser Statue übergeben haben. Ja, und Haut und Knochen war, dass wir alle Reliquien eingesammelt haben. Also wir haben jetzt alle Reliquien. Und jetzt machen wir mit den Cherubims weiter. Wir haben 96% vom Spiel abgeschlossen. In diesem Part, also in Part 6, werden wir im ersten Speicherstand das böse Ende abschließen und somit ist dann der erste Speicherstand dann komplett abgeschlossen. Hier kannst du alle Sammelstücke reinlegen und wenn du alle reingelegt hast, dann bekommst du jetzt, genau jetzt, einen Skin. Wenn du jetzt ins Menü gehst, kannst du das im Menü aussuchen und dir diesen Skin hier anziehen, wenn du möchtest. Ich persönlich finde ihn nicht so schön, muss ich sagen, aber so als ersten Skin ist es ganz nice, also. Ja, wie gesagt, wir werden in diesem Speicherstand, nicht Speicherstand, in diesem Part werden wir im ersten Speicherstand das böse Ende machen. Und danach werden wir mit dem dritten weitermachen und schon anfangen, die Statuen-Challenges abzuschließen. Also zu absolvieren. Das bedeutet, ja, im nächsten Part werden wir dann schon die Platin bekommen. Der nächste Part ist auch nicht lang. 20, 30 Minuten. Und dann hast du die Platin. Also jetzt ist im Endeffekt die Endphase halt durch. Du hast es fast geschafft. Also nicht mehr viel. Es gibt nicht mehr viel zu tun. So, wir gehen hier runter. Hier unten war ja diese Frau, mit die wie so ein Ei aussah. Kletterst hier hoch. Snackst dir das Cherubim, das 37. Und dann nimmst du dir hier diesen Gegenstand, Knoten aus Haar. Das ist im Endeffekt ein Questobjekt, keine Rosenperle, ein Questobjekt. Ja, und jetzt holen wir uns das letzte Cherubim und dann bekommst du die Trophäe der Bulle und der Mond. Also so heißt die Trophäe, wenn du alle Cherubims eingesammelt hast. So, es geht hier nach oben. Einmal diesen Sprintangriff, ein Schlag und tot. Sondern nach rechts. Zack. Ja, komischerweise hat er da mit dem Schwert nicht getroffen. Keine Ahnung warum. Hitbox ist hier nicht genau oder ein bisschen buggy. Aber ist nicht schlimm. Ja, hier ist das letzte Kind. Aktivierst das Gebet. So, zack. Ja, und dann hast du somit alle Cherubims eingesammelt und bekommst die Trophäe der Bulle und der Mond. Als nächstes werden wir ein leeres Gallengefäß holen. Das ist das letzte Gallengefäß. Das werden wir dann auffüllen für 3000 Tränen der Abbitte. Und dann bekommen wir die nächste Trophäe, und zwar der Lebensbrunnen. Das ist im Endeffekt, wenn du alle Gallengefäße eingesammelt hast, plus sie aufgefüllt hast. Am Ende hast du 10 Stück.
Momentan haben wir 9. Siehst du links oben. Jetzt werden wir wieder ein bisschen laufen. So, dann geht's hier nach oben. So, dann geht's hier links. Weiter nach links zum Teleporter. Und dann geht's zur Bibliothek der verneinten Worte. Hier werden wir das letzte Gallegefäß holen. Plus, wir werden uns zum Raum begeben. Da, wo ich im, glaube ich, 4. Part gesagt habe, in diesem Raum werden wir noch nichts machen. Da waren so 3 Bücher, falls du dich noch erinnern kannst. Und da habe ich gesagt, so, okay, wir brauchen da 3 bestimmte Sammelstücke. Und dann müssen wir was machen. Und dann wird sich da ein Weg öffnen. Das werden wir jetzt machen. Im Endeffekt ist es so, dass wir unser komplettes Inventar ausziehen müssen. Also das heißt, wir müssen alle Rosenkranzperlen ausziehen. Alle Gebete, alle Reliquien, alle Schwertherzen. Also du musst ein komplettes Inventar ausziehen. Dann musst du dich aufschneiden und dann, ja, öffnet sich der Weg. Und dort bekommst du dann ein Schwertherz. So, also erstmal machst du eine komplette Inbrunst voll. Das ist sehr, sehr wichtig. Danach ziehst du das Schwertherz aus. Dein Leben muss komplett voll sein und deine Inbrunst muss komplett voll sein. Sehr, sehr wichtig. Ansonsten wird das nicht funktionieren, wenn deine Inbrunst nicht voll ist oder dein Leben. So, dann den Schalter hier aktivieren. Denk dran, nicht auf die Bücher treten, damit die Geister unsichtbar bleiben. Dann geht's hier nach links durch die Tür. Dann nach unten. So, 3 Schläge tot. Kurz warten, bis er das Buch schmeißt. Wieder 3 Schläge tot. Runter. 3 Schläge. Dann hier runterplumpsen lassen. Zack. Dann öffnet sich hier ein Weg. Den kannst du hier schön in die Hälfte schneiden. Ja, und hier ist das letzte Gallegefäß. Und dieses Gallegefäß müssen wir füllen. Und dann bekommen wir die Trophäe Lebensbrunnen. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alle Gallegefäße aufgefüllt. So, den Schalter hier aktivieren. Dann kommt links ein Gegner. Blocken. Schalter wieder aktivieren, damit die Plattform wieder rüberfährt. Da wartet noch ein Gegner. Einfach über das Buch rüberspringen, dreimal schlagen, dann tot. Hier kommt ein Geist. 3 Schläge tot. Hier laufst du rüber. Dann geht's hier nach unten. Denk dran, volle Inbrunst, volles Leben brauchst du. So, dann für 3000 das letzte Gallegefäß füllen und dann bekommst du die Trophäe der Lebensbrunnen. Herzlichen Glückwunsch zur nächsten Trophäe, zum nächsten kleinen schönen Erfolgserlebnis. Ich liebe das, Trophäen zu bekommen, das ist so ein geiles Feeling, so ein befriedigendes. So, ja, dann geht's hier runter. Dann in diesen Raum.
und stellst dich in die Mitte, ziehst alle Rosenkranzperlen aus, alles ausziehen. Alle Reliquien und alle Gebete. Wenn du das gemacht hast, bleibst du stehen und wartest. Und wartest so lange, bis er anfängt, aus seinen Augen zu bluten. Und wenn er sein Blut abwischt, dann ja, öffnet sich eine Tür. Und du bekommst Romanze vom... Romanze vom scharlachroten Nebel. Also das ist ein Gebet. Und dann kannst du wieder deine Rosenkranzperlen wieder ausrüsten. Drückst einfach kurz auf Pause. Und rüstest deine Perlen wieder aus. Wie gesagt, nochmal zum Raum, du brauchst volle Inbrunst, volles Leben, darfst kein Schwertherz haben, darfst keine Rosenkranzperlen haben, keine Gebete, keine Reliquien, also alles muss ausgezogen sein. Und dann musst du so lange im Raum ruhig stehen bleiben, bis er anfängt aus seinen Augen zu bluten und bis er sich das Blut dann wegwischt. Und wenn er sich das Blut dann weggewischt hat, dann öffnet sich der Weg rechts, also die Tür. Und dann kannst du reingehen und dir ja, das Gebet holen. So, wenn wir hier ankommen, dann werden wir gleich unseren Kelch füllen mit dem ersten Gegner. Wir haben ja im letzten Part am Ende so einen Kelch gekriegt und da waren drei Bilder abgebildet und das ist der erste Gegner. Also wenn du den tötest, dann ist dein Kelch, dann wird er sich ein bisschen mit Blut füllen. Das ist im Endeffekt der erste Gegner. Hier steht's, der Kelch der umgekehrten Verse wurde zum Teil gefüllt. So, das heißt, ja, du hast ihn jetzt seit ein Drittel gefüllt. Also weil du halt einen Gegner getötet hast. Und jetzt fehlen uns noch zwei weitere. Wichtig ist jetzt, du darfst nicht teleportieren und musst ja den Weg jetzt zu Fuß laufen. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir den Kelch gefüllt haben mit Blut, dann bringen wir den Kelch zurück und dort wartet ein Geschenk auf uns, sagen wir es mal so. Es zählt nicht, den gleichen Gegner zweimal zu töten, also der Kelch wird sich dann nicht zweimal füllen, sondern wenn du einmal gekillt hast, dann hat er sich einmal gefüllt und öfters wird er sich nicht füllen. Also es zählt nicht, wenn du den gleichen Typen mehrmals tötest. Das zählt nicht. So. Hier geht's nach oben. Da, scheiße. Also nach oben. Dann nach links. Diesmal aber nicht runterfallen. So. Dann geht's wieder hier zu diesem Bild, zu diesem schönen. Und dadurch, dass wir jetzt halt alle Cherubims eingesammelt haben, werden wir von ihm halt was bekommen. So, jetzt redet er. Und dann bekommst du Campanilero. An die Söhne der Aurora. Das ist im Endeffekt das nächste Gebet. Und das bekommst du von ihm, wenn du alle Cherubims eingesammelt hast. So, dann kannst du hier kurz beten. Hier siehst du, der Kelch hat sich etwas gefüllt mit Blut. Ja. Und jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Gebet. Und dann bekommen wir die nächste Trophäe. Das werden wir als nächstes machen. Hier ist die Viridiana.
So, Schalter runter. Auf den Aufzug warten. Dann geht's hier nach rechts. Wir werden jetzt die Bibliothek verlassen. Wie gesagt, du darfst nicht teleportieren. Sobald du teleportierst, wird sich der Kelch wieder entleeren. Und wenn er sich entleert hat, dann ja, kannst du hier nochmal komplett hier runterlaufen und den Typen nochmal töten. Also dann ja, musst du das alles nochmal von neu machen. Und das wollen wir ja nicht. So. Dann geht's hier nach oben. Nach links. Nach oben. Weiter nach oben. So, fast oben. Dann geht's hier in die Mitte. Dann hier nochmal beten. So eine Schiene, Vierer-Kombo. Zack. Zack. So, den Aufzug rufen. Dann nach oben fahren. Nach links. Schön blocken. Zack. Ja, wir rennen gerade zum zweiten Gegnertypen, den wir töten müssen, um den Kelch zu füllen. Ist halt wie gesagt ein bisschen gelaufen, dauert zwar ein bisschen, aber es wird sich lohnen. Hoppa! Fast gestorben. Sogar? Ja, hier kannst du dein Gebet aktivieren. Kannst du hier ordentlich wegrotzen. Schön ausweichen. Ich liebe das Gebet, das ist so stark. Und schaut auch noch geil aus. So, dann geht's nach links. Dann einmal beten. Dann die Leiter runter, nach links. Weg nach unten folgen. Hier runterspringen. Und hier ist der zweite Gegnertyp. Zack. Der Kelch der umgekehrten Ferse wurde zum Teil gefüllt. Jetzt hast du zwei Drittel. Also das war jetzt der zweite Gegner. Ja, und jetzt fehlt uns nur noch ein einziger Gegner. Und das ist im Endeffekt, sind das diese ganz kleinen Minotauren. Dieses Gebiet ist da, wo die Kanalisation ist. Oder besser gesagt, neben der Kanalisation. So, dann fahren wir hier nach oben. Dann kommen wir hier beim verbrannten Antlitz raus. Also zwei Drittel ist gefüllt. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Gegner. Und danach können wir den Kelch
zurückbringen. Und dann wird sich das Tor öffnen. So, den töten. Einfach abwerfen mit der Kreisklinge. Zack. Dann geht's hier runter. Hui. Zack. Zack. Hoppa. So, dann rufen wir den Aufzug. Müssen wir kurz warten. Dann fahren wir nach unten. Und dann zum linken Aufzug. Jetzt fahren wir runter nach Albero. So, jetzt sind wir in Albero. Dann geht's hier in die schöne Kirche. Hier ist Ludovico Kleophas. Er gibt uns das letzte Schwertherz plus das, nicht das letzte Schwertherz, sondern er hat uns jetzt das letzte Gebet gegeben. Tiento an euer dorniges Haar. Und wir haben seine Quest abgeschlossen. Also nichts mit Schwertherz, sondern er hat uns das letzte Gebet gegeben, das 13. Und wir haben seine Quest abgeschlossen. Somit haben wir 2 weitere Trophäen. Somit sind wir ein Stückchen weiter. Also im Endeffekt war das die Trophäe unerschütterlicher Glaube und Wiedergeburt. Ja, und jetzt füllen wir den Kelch komplett. Hier ist der letzte Gegnertyp. Diese kleinen Minotauren. 3 Schläge sind tot. Zack. Der Kelch der umgekehrten Verse wurde gänzlich gefüllt. Das bedeutet, er ist komplett gefüllt. Also das waren die 3 Gegner. Ja, und jetzt bringen wir den Kelch zurück. Und dann können wir weitermachen. Du wirst gleich sehen, was wir bekommen. Was sehr, sehr schön ist. So, also denk an die an das goldene Laken plus an die Zungen, damit ja die Ranke hier ausfährt. So, jetzt können wir hier den Kelch reinstecken. Er ist komplett gefüllt mit Blut. Das Tor öffnet sich. Wir gehen hindurch und ja, haben somit den letzten Mea Culpa Schrein, den 7. Bekommen die Trophäe Mea Culpa. Und ja, das war jetzt im Endeffekt die Trophäe, dass wir alle Mea Culpa Schreine gefunden haben. Und jetzt müssen wir nur noch eine letzte Fähigkeit erkaufen vom Mea Culpa Schrein. Diese kostet aber 20.000, also kostet ein bisschen was. Sagen wir es mal so, wir haben jetzt halt nur 6.200. Wir werden jetzt erst einmal die Maske in den Aufzug reinstecken, also die letzte Maske. Danach finden wir eine Leiche. Und danach werden wir einen Bossfight machen. Das ist der 10. Boss, die Chrysanta der verhüllten Pein. Ist, würde ich jetzt mal behaupten, der schwierigste Boss von allen. Bei dem musst du viel ausweichen, viel blocken. Und du musst auch, wie kann man das sagen, im Endeffekt, ja, du musst auf die Geschwindigkeit klarkommen, wie der Boss halt zuschlägt. Also, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also, weil manche Gegner, die holen halt erstmal ein bisschen aus und dann schlagen sie. Und manche Gegner holen gar nicht aus und schlagen einfach. Also, was heißt holen gar nicht aus? Also, sie holen schon aus, aber
Das ist sehr, sehr kurz und dann kommt der Schlag extrem schnell. Und es ist, sagen wir mal, wenn du daran gewöhnt bist, dass die Gegner nicht so viel, sagen wir mal, nicht so lange ausholen und wie fast sofort zuschlagen, dann und du daran halt gewöhnt bist, hier die Maske reintun, dann ja, musst du dich erstmal an das andere gewöhnen, falls der Gegner, sagen wir mal, dann eher länger ausholt. Aber sagen wir es mal anders. Der Boss ist, wenn du weißt, was er macht, wenn er weiß, wie er zuschlägt, wann er zuschlägt, dann ist er leicht. Also, so wie jeder andere Boss. So, Leichentuch ausrüsten, hier mit der Leiche reden. Und dann geht's weiter. Also ich bin ganz ehrlich, bei dem Boss habe ich am längsten gebraucht, um ihn halt einzustudieren, sagen wir es mal so, um zu lernen, wie er sich bewegt. Also das ist der Boss. Im Endeffekt, du versuchst ihm immer Druck zu machen, du gehst immer auf ihn zu. Also du siehst, er holt erstmal ein bisschen aus, braucht erstmal ein bisschen Zeit. Den Druck, aktivierst deine Gebete. Jetzt wird er dreimal, also einmal von links, einmal von rechts, einmal von oben halt, wie so hinsprinten, sich zusprinten, da zack, nochmal. Jetzt von links blocken, von oben blocken. Blocken, schlagen, schlagen, springt hinter, ausweichen, nicht ausweichen, blocken, blocken. Jetzt wieder blocken. Hinschlagen. So, jetzt blocken. Manchmal hörst du auch so ein Geräusch, so kling. Das heißt, er schlägt dann zu. So blocken, hindashen. Ausweichen, springen. Auf ihn zugehen. Schlagen, blocken, schlagen. Schlagen, schlagen. Blocken. Sieht jetzt hier ziemlich einfach aus, behaupte ich. Aber das erste Mal, ja, bist du, wenn wir mal ordentlich abkriegen, muss halt die Geschwindigkeit, auf die Geschwindigkeit halt klarkommen, wenn man zuschlägt. Aber das wirst du schon lernen. Nicht aufgeben. Also blocken, schlagen und dann ist er tot. Trophäe, Duell des Glaubens, dass du ihn gekillt hast. Also studiere einfach die Geschwindigkeit und die Angriffsmuster vom Boss ein. Lerne sie und dann schaffst du das. So ein kleiner Finisher. Aber der haut ab. Ja, das war der Boss. Chrysanthe. Dann geht's jetzt nach rechts. Du bekommst eine weitere Trophäe. Dadurch, oder was ist die Trophäe? Dass du alle Orte entdeckt hast hier in Blasphemous. So, jetzt fahren wir nach unten. Wir haben jetzt 24.000 Tränen der Abitte. Also wir haben sehr, 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 sehr viel bekommen. Wir hatten, glaube ich, nur 6.000 vor dem Bossfight. Und jetzt haben wir 24.000. Dadurch, ja, können wir uns jetzt das letzte Upgrade für das Schwert holen vom Mea Culpa Schrein. Dadurch haben wir dann jetzt die Schreine abgeschlossen. Und nach diesem Schrein werden wir zum Gebetpult laufen, werden abspeichern. Und dann werden wir Speicherstand 1 absolvieren. So, hier letztes Upgrade gekauft. Du bekommst die Trophäe Blut und Tränen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja. Drückst auf Hauptmenü, Pilgerweg, wählst die erste Speicherdatei aus. Rechts oben siehst du auch wieder Speicherstand 1, also bitte nur in Speicherstand 1 machen. Und jetzt werden wir den vorletzten und letzten Boss töten.
Da bekommen wir die Trophäen Requiem Aeternam. Das ist einmal die Trophäe, dass du bei keinem Bossfight Heiltränke benutzt hast. Dann bekommst du die Trophäe Summa Blasphemia. Das ist die Trophäe für den vorletzten Boss. Und dann bekommst du... das ist für den letzten Boss. Und dann bekommst du die Trophäe Der Pfad des Unwürdigen. Das ist im Endeffekt die Trophäe für das B-Ende. Also für das Böse. Und dann bekommst du einen richtig geilen Skin. Darauf freue ich mich schon, dir den zu zeigen. Der Boss hier ist ziemlich einfach. Ist der Escribar. Escribar. Rutscht auf ihn zu, schlägst ihn. Er hat schon 4 Balken verloren. So, wieder zu ihm hin. 4er-Kombi. Hier macht er Gift. Wenn er so eine Blase hat, dann kannst du ihm in der Zeit keinen Schaden hinzufügen. Da ist es für dich einfach ausweichen, ausweichen. Wenn die Blase weg ist, schlägst du ihn wieder. Du siehst einen Schlag nur noch und er ist tot. Also das ist so ein... Ja, das ist ein... leichter Boss, sagen wir es mal so. Jetzt kommt der Endboss. Wie gesagt, das nur in Speicherstand 1 machen. Rechts oben siehst du es. Jetzt kommt der letzte Boss. Denk dran, du darfst dich nicht heilen. Ganz, ganz wichtig. So, das ist schon mal ein bisschen anders. Das ist der letzte Sohn des Mirakels. So, um dem Boss, um dem Hauptboss Schaden zuzufügen können, müssen wir ihn dazu bringen, dass er seine obrige Maske aufmacht. Diese Maske machst du auf, wenn du dieses Schwert, wenn du diesem Schwert ins Auge schlägst und genug Schaden gemacht hast. Und wenn du genug Schaden gemacht hast dem Schwert, dann öffnet sich diese Maske. Dann kommt so ein hässlicher Typ raus und du aktivierst im Endeffekt einfach dein Gebet. Ich konnte das hier 3-mal aktivieren, weiß natürlich diesen Feuerbällen aus, ist nicht schlimm, wenn die dich treffen. Aktivierst 3-mal dein Gebet. Dieses Gebet hat ihm jetzt, was weiß ich, viele Balken abgezogen. Das ist komplett verrückt. Also das macht so viel Schaden, dieses Gebet. Und er hat nur noch 2 Balken. Ja, weichst einfach wieder den Feuerbällen aus, schlägst aufs Auge. So, ein Schlag, glaube ich, noch. Zack, Maske ist offen. Jetzt schlägst du auf die Maske. Achte darauf, auf die Plattformen, die verschwinden. Nach einer Zeit. So, ja. Wir müssen jetzt halt erstmal nach oben. So. Ein Schlag, glaube ich, noch. Zack. So, und jetzt den restlichen Schaden machen. Und er ist tot. Und du hast das Spiel abgeschlossen. Für den ersten Speicherstand. Also, wir bekommen Requiem Aeternam. Das ist die Goldtrophäe dafür, dass du bei keinem Boss dich geheilt hast. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann die Trophäe Alles Blasphemie. Das ist, dass wir den Boss gekillt haben. Summa Blasphemia. Ja, somit haben wir den ersten Speicherstand abgeschlossen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen laufen. Noch, wir bekommen noch ein paar Cutscenes. Ein paar Schiene. So. Und dann wirst du am Ende sehen, dann bekommen wir noch einen Skin. Hier mit diesem Typen kannst du quatschen. Dann musst du hier diesen Berg hochlaufen. Aber ja, du kannst hier nicht gescheit hochlaufen. Weil das das böse Ende ist und... Ja, das ist so die einfachste Erklärung. Das ist das böse Ende und du kannst halt deswegen nicht hochsprinten. Sagen wir es mal so. Du musst einfach hier hochlaufen, das dauert ein bisschen. So. Dann bekommst du hier die Trophäe. Schaltet das Ende B frei, der Pfad des Unwürdigen. B ist im Endeffekt das böse Ende. Ja. Somit haben wir den ersten Speicherstand abgeschlossen. Wir sind tot. Wir haben zwar alle Bosse getötet, aber jetzt sind wir, wie es hier steht, eine weitere anonyme Stimme ohne Gesicht, ohne Gestik. Unsere Buße ist getan, Leute. nee. Blasphemous ist einfach ein schönes Game. Ja, jetzt kannst du, wie du rechts unten siehst, überspringen, X halten, das sind die Credits. Und jetzt kommt was
sehr, sehr, sehr schönes. Hier noch meine kleine Cutscene. Das ist unser Schwert, mit dem wir gekämpft haben. So, die Szene geht weg. Und wir bekommen diesen Skin, neuer Aspekt, freigeschaltet. Und noch einen neuen Spielmodus. Jetzt drückst du auf Extras, gehst auf Skin-Auswahl und kannst hier diesen Skin aussuchen. Und jetzt, ja, nehmen wir den zweiten Speicherstand. Also wir machen jetzt im zweiten Speicherstand weiter. Der erste ist abgeschlossen, nichts mehr da machen. Jetzt machen wir den zweiten Speicherstand und ja, haben jetzt auch unseren geilen Skin. Das ist mein Lieblingsskin. So ein lila Rüstung mit rotem Schwert. Sieht richtig geil aus, muss ich sagen. So. Ja. Was machen wir jetzt noch in diesem Part? Wir holen uns die Trophäe dafür, dass wir mit allen Leichen geredet haben. Und nach dieser Trophäe werden wir beginnen, die Statuen-Challenges zu machen. Das werden wir jetzt machen. Du siehst links oben, wir haben 97% abgeschlossen. 3% fehlen jetzt noch. Also fahren wir nach unten. Und schließen die Challenges ab. Challenges sind jetzt nicht schwer. Aber die sind notwendig abzuschließen, um das gute Ende freizuschalten. Weil wenn wir die Challenges abschließen, bekommen wir einen Gegenstand, der sich, wie kann man das sagen, verändert. Er wächst sozusagen. Und wir bekommen dort auch noch ja, ein paar andere Trophäen. Dass wir zum Beispiel alle Rosenkranzperlen erlangt haben. Oder alle Schwertherzen. Also du reist nach Albero. Dann geht's hier nach oben. Nach rechts. Und hier vor der Kirche ist die letzte Leiche. Und du bekommst die Trophäe Letzte Worte. Ja, somit hast du mit allen Leichen geredet. Herzlichen Glückwunsch zur Trophäe. Und jetzt beginnen wir mit den Statuen-Challenges. Ja, die sind nicht schwer. Die sind einfach so ein paar, wie kann man das sagen, sind so ein paar Wellen so von Gegnern. Jede Arena ist anders aufgebaut. Das wird die erste Statuen-Challenge sein bei Träume des Erbarmens. Also, du reist hier hin und rüstest diese Perle aus, unbefleckte Perle. Ganz, ganz wichtig. Unbefleckte Perle. Und jetzt müssen wir was ganz Schönes machen, müssen uns erstmal umbringen. Denn wenn wir uns mit dieser Perle umbringen, also währenddessen sie ausgerüstet ist und wir sterben, wird sie sich verändern. Also die Farbe wird sich verändern. Und normalerweise ist es so, dass wenn du stirbst, dann verlierst du ja so ein Schuldfragment. Und dieses Schuldfragment musst du einsammeln, damit sich deine Inbrunst wieder normalisiert. Aber wenn wir diese Perle angezogen haben, dann wird das nicht passieren. Und du siehst, ja, die Perle verändert sich. Also von der Farbe. Und die muss pur schwarz werden. Ja, bring dich hier zweimal um. Ich habe das geschnitten, weil das dauert sehr, sehr lange, bis du stirbst. Bringst dich im Endeffekt zweimal da um. Nach diesen zwei Malen werden wir den Ort wechseln. Sagen wir es mal so. Also jetzt heißt die Perle von Schuld, befleckte Perle. Einmal müssen wir uns noch umbringen. So, es geht nach oben.
nach rechts. Dann den hier. Zack. Ja, einfach durchlaufen. Wir müssen eh noch einmal sterben. So. Dann hier durchrutschen. Also, wir müssen insgesamt dreimal sterben. Währenddessen wir die Perle ausgerüstet haben. Zweimal sind wir ja schon gestorben. So, dann geht's hier nach links. Zum Betpult. Da betest du. Dann gehst du hier nach rechts. In den Raum. Und dann bringst du dich hier bei den Stacheln bitte noch einmal um. Ich schneide das raus. Zack, tot. So, dreimal gestorben. Wenn du dreimal gestorben bist mit der Perle, dann hast du alles richtig gemacht und dann wird diese Perle so ausschauen. Gewicht der wahren Schuld heißt sie dann. Und ja, wenn sie so heißt, hast du alles richtig gemacht. So, dann nochmal beten. Und jetzt können wir beginnen, die Statuen Challenges zu machen. Warum wir diese Perle brauchen, ist, um die Arena überhaupt betreten zu können. Also erst, wenn wir diese Perle haben, also befleckte Perle der wahren Schuld, erst dann können wir die Arenen überhaupt betreten. Ohne diese Perle geht das nicht, unmöglich. Ja, und jetzt spawnen hier Gegnerwellen und du musst sozusagen, ja, die alle umbringen. So, zack. Zack. Bringst die alle um. Wir haben ja auch alle Upgrades, sind voll OP. Also das ist easy peasy. So, die sind auch ganz leicht. One-Shot tot. Das ist komplett verrückt. So, dann haben wir hier ein paar Peitscher. Zack, blocken. Zack, tot. Zack. Zack. Leucht. Ja, also du siehst nichts. Nichts Schweres. Hier ist mal schön hier ausweichen. Zack. So. Ja. Erste Arena abgeschlossen. Erste Challenge. Erste Statuen-Challenge. Du bekommst Tränen der Abitte. 1000 Stück. Und dann, wenn du die Arena verlässt, bekommst du den Knospen der Spross. Und der wird sich pro Statuen-Challenge wird er sich verändern. Also er sprießt halt, er wächst, er verändert sich. Und ja, wenn wir alle Challenges gemacht haben, dann hat er sich sozusagen bis zur Endstufe verändert. Und dann können wir das gute Ende machen. So. Erstes Gebiet geschafft. Jetzt noch 6 weitere Statuen-Challenges. So, wir müssen wieder runter zum Teleporter. Ist hier ein bisschen, ja, viel gelaufen, sagen wir es mal so. Es ist die Endphase, aber ja, hast es fast schon geschafft. Halt durch, nicht mehr lang. Und dann hast du die Platin, dann kannst du stolz auf dich sein, dass du es durchgezogen hast.
dass du Blasphemous auf Platin hast. Ist eine schöne Platin. Ein schönes Spiel. Leiter hier runter. Du kannst nochmal hier ins Gebetpult. Dann geht's nach rechts. Zum Teleporter. Bei der nächsten Challenge werden wir das letzte Schwertherz bekommen. Und dann bekommen wir die Trophäe Herzensbrecher. So, zurück nach Albero, hier nach oben und dann den Aufzug benutzen, zum mittleren Stockwerk fahren und links wartet eine Statue auf uns, das ist die zweite. Wir sind hier im Friedhof auf den Gipfeln. So, hier nach links. Kurz noch die Rosenkranzperlen checken. Die muss wie gesagt ausgerüstet sein, um die Arena betreten zu können. Also das ist wichtig. Das Giftrelikt kannst du schon mal ausrüsten. Das werden wir in einer Statuen-Challenge später brauchen, aber kannst schon mal ausrüsten. Wir brauchen das Leinentuch sowieso nicht mehr. So, hier Arena 2. Links und rechts jeweils ein Peitscher. Oben ein Steinwerfer. Hier kannst du schön deine Kreisklinge schmeißen. So, zwei Peitscher. Drei Hits tot. So, tot. So, dann haben wir hier zwei Geister. Plus rechts und links eine Statuenfrau. So. Zack. Dann, ja, haben wir hier vier Springer. Zwei Hits tot. Dann hier der letzte Springer. Dann haben wir hier einen Geist. Machst dein Gebet. Hier durchrutschen. Und dann hast du die Statuen-Challenge geschafft und bekommst die Trophäe dafür, dass du alle 9 Schwertherzen bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist das Herz des einsamen Klangs. Und wenn du die Arena verlassen hast, bekommst du einen großen Spross. Also großer Spross. In der ersten Challenge hatten wir den Knospen der Spross bekommen. Jetzt hat er sich... Jetzt ist er gewachsen ein bisschen, sagen wir es mal so. Und jetzt ist er ein großer Spross. So, ja, jetzt gehen wir zu der nächsten Statuen-Challenge. Das wird Nummer 3 sein. Dort werden wir einen Dornenstrauch kriegen. Also der wird dann zum Dornenstrauch wachsen. Gehst hier runter, nach links. Zum Teleporter. Und dann geht's zur Bruderschaft der stummen Trauer. Geht's hier nach oben. Schön links, rechts. Dann nach links. Und hier ist die nächste Statuen-Challenge. Die zerschlägst du. Heilst dich. Ja, und das Geile ist auch, was ich gar nicht erwähnt hatte. Wir haben ja im ersten Speicherstand den Endboss gekillt und die Trophäe bekommen. Requiem Aeternam. Das war ja die Trophäe dafür, dass wir jeden Boss
ohne Heiltränke getötet haben. Und das Schöne ist jetzt, dadurch, dass wir die Trophäe jetzt im ersten Speicherstand gemacht haben, können wir jetzt hier im zweiten Speicherstand bei den Bossen uns heilen. Also, das ist das Geile. Also, wir können uns beim Endboss dann heilen. Kannst du machen. Das ist so, ja, eine kleine schöne Sache. So, hier mit dem Gebet alles schön wegrotzen. Zack. Zack. So, bis der letzte Gegner. Und jetzt ist die dritte Statuen-Challenge absolviert. Fehlen nur noch vier weitere. Ja, wir bekommen 3000 Tränen der Abitte. Brauchen sie nicht mehr. Aber, ja. Warum nicht? So, hier haben wir den Dornenstrauch. Jetzt ist er zu einem Dornenstrauch gewachsen. Und jetzt werden wir hier runtergehen zur Aufstieg der Klage. Das wird die nächste Statuen-Challenge sein. Dort werden wir als Belohnung Glut eines zerstörten Sterns bekommen. Das ist im Endeffekt eine Rosenkranzperle. So, ja, hier nach rechts. Durchlaufen. Dann geht's nach oben. Und hier ist die vierte Statuen-Challenge, die kaputtschlagen, heilen, Inbrunst aufladen. Und dann kannst du, ja, dich in die Arena begeben. So. Zack. Schöne Exekution. Boah. Abartig, aber geil. So, Vierer-Kombi tot. Zack. Gebet aktivieren, ausweichen, Vierer-Kombi tot. Wenn du Quadrat hältst, kannst du hier deinen Schlag aufladen. Ist eine sehr, sehr schöne Attacke. Hältst sie. Okay, ja. Statuen-Challenge ist fertig. Arena ist absolviert. Hier haben wir Glut eines zerstörten Sterns. Das ist eine weitere Rosenkranzperle. Und wir bekommen blutbefleckter Dornenstrauch. So, dann geht's ja zur nächsten Statuen-Challenge, zu der hier, Bibliothek der verneinten Worte. Das ist dann die fünfte Statuen-Challenge, also uns fehlen nur noch drei Stück. Fast hast du es geschafft, noch ungefähr 13 Minuten. So, dann ja, geht's wieder zum Teleporter und wir reisen in die Bibliothek der verneinten Worte. Bei dieser Statuen-Challenge werden wir 5000 Tränen bekommen und der Dornenstrauch wird purpurrot. So.
Gebet aktivieren, Gegner töten, Schalter aktivieren, dann geht's nach rechts. Hier die Leiter nach oben, den Gegner töten. Schalter aktivieren, Leiter hoch. Hier ausweichen. Zack. So, dann geht's komplett durch. Komplett durchlaufen, einmal beten. So, noch ein weiterer Raum. Ja, wir müssen hier nach oben. Dann hier nach links. Danach den Sand ausrüsten, damit wir natürlich hochkommen bei den Blutplattformen. So, dann Bücher nicht berühren. Denkt dran. Und dann können wir hier die nächste Statuen-Challenge machen. Boah, es ist hell. Hier haben wir jeweils einmal links und einmal rechts einen goldenen Typen. Einfach einmal draufschlagen, dann sind die für eine gewisse Zeit inaktiv. So 10 bis 15 Sekunden würde ich jetzt mal sagen. Also so, dass sie dich halt nicht stören. So, dann kannst du abwerfen. Ja, auf den Rücken kassieren sie keinen Schaden. Denk dran, nur von vorne. Schöner Sturmangriff. Zack. Einfach mal das Skelett in ihn reindrücken. So. Zack. Zack. Hier haben wir zwei Geister, einen Bücherwurm. Und nochmal zwei Bücherwürme. Würmer. So, zack. Zack. Hier haben wir noch einen Geist. So, tot. Und tot. Ja, fünfte Challenge abgeschlossen. Fünfte Statuen-Challenge. Herzlichen Glückwunsch. Und du bekommst 5000 Tränen. Jetzt fehlen nur noch zwei Stück. Und dann hast du den sechsten Part geschafft. So, purpurroter Dornenstrauch. Bei der letzten Statuen-Challenge bekommen wir zwei weitere Trophäen. Das wird die nächste Challenge, also bei Mutter aller Mütter. So, dann geht's hier nach oben. Erstmal die schöne Bibliothek verlassen. Einmal beten. So, so. Dann nach rechts. Nach oben. Also wir können uns leider nicht teleportieren. Leider. So, dann nach oben, dann nach links. Hier rechts. Leiter hoch. Den zweiten Stock nach links. Dann komplett durchlaufen. Vier Schläge pro
pro Fliegende. Beziehungsweise hier braucht jeder 4 Schläge. Ich liebe den Skin, der ist so geil. Der ist einfach. Es macht gleich noch mehr Spaß, die Gegner abzuschlachten, rumzuspringen, rumzulaufen. Wenn man so einen geilen, schönen Skin hat. So, dann geht's hier nach links. Dann nach oben. Nach rechts. Und hier ist die 6. Challenge. Okay. Ah, der Quadratangriff ist sehr stark. Hat auch eine große Druckwelle. Gegner so nah wie möglich, so viele wie möglich, ja, nicht ranlassen. So viele und so nah wie möglich. So, zack. Dann einmal heilen. Hier haben wir diese Glockengegner. Uiuiui. Das hätte man viel, viel besser machen können. Aber Hauptsache, man schafft es. Zack. Mal ein Triple Kill. Oder noch ein Gegner. Der wird aber nicht herkommen. Der hat Angst. So schön ausweichen. Ja, diese Kugeln können bis zu 3-mal abprallen. Das ist richtig verrückt. Einfach Gebet aktivieren, dann stirbt er schon. Ja, somit hast du die 6. Statuen-Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Und du bekommst die schuppige Münze. Und dann, wenn die Arena, du aus der Arena draußen bist, bekommst du von Blut umflochtene Weinrebe. Ja, jetzt fehlt uns nur noch eine einzige Statuen-Challenge. Dann haben wir alle 7 abgeschlossen. Und die letzte ist hier oben. Die ist beim 9. Boss in diesem Gebiet. Also da, wo wir, da, wo diese Kerker waren. Also mit diesen Schreiern, mit den Schlüsseln, mit diesen Schlüssel des Schreibers, Schlüssel der Weltlichkeit. Zack. So, dann geht's hier nach oben. Dann geht's zum Beten. Weiter nach rechts. Ja, denk dran, das nur im Speicherstand 2 zu machen. Rechts oben siehst du ja, was für ein Speicherstand das ist. Hier kurz warten. Das dauert ein bisschen. So. Und
Ja, hier vorsichtig, nicht sterben. So. Dann geht's hier nach oben. Nach rechts. Jetzt hier nach links. Wir sind schon fast da. Du hast es fast geschafft. Zack. Kurz mal mit dem Gebiet einfach wegplätten. Komplett durchlaufen. Kurz mal beten, dann geht's nach links. Ja, und das ist wie gesagt die letzte Statuen-Challenge. Dann hast du alle geschafft. Bekommst die Trophäe, dass du alle Challenges absolviert hast. Plus, dass du alle Rosenkranzperlen bekommen hast. Dann geht's hier durch. Zack, zack. So, dann nach links. Hochspringen. Nochmal nach links. Dann weiter nach links. Hier ist die letzte Statuen-Challenge. Und in dieser Arena brauchst du das Relikt gegen Giftschaden. Du siehst, da kommt das Gift. Also, bitte, bitte anziehen. Wir haben es ja schon vorher ausgerüstet. Alter Schwede. Die Exekution habe ich schon voll vergessen. Wieder den nach oben geschmissen hat, wie so ein Flumm. So, ja, zwei Fliegende. Zack. Drei Hits tot. Und tot. Opa. Uiuiui. Der Bock, Alter. So, dann haben wir hier noch so einen Typen. Einfach Gebet aktivieren. Und tot. Nice. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Arena-Herausforderungen abgeschlossen und du bekommst jetzt noch die Trophäe Mysteria Lucis. Alle 30 Rosenkranzperlen erlangt. Die Muschel der umgekehrten Spirale. Ja. Somit haben wir jetzt alles im Part abgeschlossen. Wir werden jetzt, hier bekommst du noch Custodia der Sünde. Jetzt, ja, das hast du bekommen, weil du alle Challenges abgeschlossen hast. Ja, somit haben wir alles für diesen Part jetzt gemacht. Und jetzt werden wir zum Gebetspult laufen, abspeichern und dann sehen wir uns im siebten Part. Da werden wir dann den Rest machen. Also ist nicht mehr viel, das ist fast geschafft. Der siebte Part ist auch nicht eine Stunde lang, nur 20, 30 Minuten glaube ich. Also das heißt, du musst nicht mehr viel machen und ja, bis kurz vor der Platin. Ah, geil. Ja, Respekt an alle, die das durchziehen, die sich das vorgenommen haben und jetzt kurz vor der Platin stehen. Das ist ein geiles Gefühl. Kann man schon kaum erwarten, gar nicht mehr erwarten, die Platin zu kriegen. Also Freunde, das war's mit dem Part. Und in der Videobeschreibung findet ihr alle Timelinks und die Playlist zu Blasphemous.